Herzlich willkommen bei dem S14-Tag bei Comtech in Uhingen. Mein Name ist Wolfgang Schmiegelt von der Firma TerraQ. TerraQ ist ein deutscher Hersteller für Streaming- und IPTV-Lösungen. Wir zeigen hier auf dem S14-Tag unser mehr oder weniger komplettes Produktprogramm, bestehend aus, wenn wir hier unser kleines Rack anschauen, bestehend aus H264-Encodern, die hier oben anfangen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, die Encoder in einem 19-Zoll-Rack oder in einer portablen Version anzubieten. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir unsere DVB-Gateways. Diese DVB-Gateways können Satellit oder Kabel oder terrestrische Signale empfangen und machen daraus ein komprimiertes IPTV-Format. Das heißt, die Programme, die auf entsprechenden Satellit, Kabel oder terrestrisch sind, kommen nach den Geräten ins Netzwerk und sind als Netzwerkstreams zur Verfügung. Natürlich brauchen wir für professionelles Streaming auch sogenanntes Transcoding. Das heißt, wir können mit unseren Transcodern von verschiedenen Streaming-Formaten in andere Streaming-Formate transkodieren. Weiter geht's mit unserem IQ Media Surfer. Was bedeutet, wenn ich heute professionelles Streaming mache, dann möchte ich natürlich das, was von Kameras oder anderen Eingangssignalen kommt, gerne auch aufzeichnen und wiedergeben. Dafür ist unser IQ Media Surfer gedacht. Ganz unten haben wir das neueste Produkt, was hier Weltpremiere hat, nämlich unsere iGrid Video Wall Lösung. Das Wichtigste an IQ Grid Video Wall Lösung ist, dass diese Wall Lösung eine komplett dezentralisierte und 100% IP-basierende Lösung ist. Wir sehen hier eines unserer Layouts und ich frage jetzt Gary, ob er mit mir mal kurz auf die Rückseite kommt. Denn in der traditionellen Weise macht man bis heute noch Video-Walls über einen zentralen Video-Wall-Prozessor oder auch auf Deutsch Split-Rechner genannt, wo ich ganz einfach meine entsprechend vielen gewünschten Eingänge habe, bestehen aus vielen, vielen HDMI-Kabels und vielen Grabber-Karten. Nein, wir machen das heutzutage anders. Wir machen das dezentralisiert. Das heißt, bei uns, und das sehen wir an der Rückseite unserer Wall, hat jedes Display einen kleinen Rechner. Man kann selbstverständlich auch Displays, welche bereits über einen eingebauten Rechner verfügen, verwenden. Man sieht es hier ganz deutlich. Die einzige Verbindung, die wir hier haben, ist ein stinknormaler HP-Switch und der Rest ist alles einfach nur netzwerkbasiert. Was wiederum bedeutet, mit dieser Video-Wall-Lösung sind wir komplett frei von der Größe der letztendlichen Video-Wall, von den Auflösungen der letztendlichen Video und natürlich auch von der Auflösung jedes beliebigen Monitors. Wir können nahezu jedes Layout machen und sind auch in der Lage, kreative Layouts, die man sich nur vorstellen kann, arrangieren mit unserer Lösung. So, wer jetzt noch mehr wissen möchte, geht simpel und einfach auf unsere Webseite www.terraq.com.